und Servus aus dem Naturhistorischen Museum. Ich bin Michaela Spannagel, arbeite in der anthropologischen Abteilung, bin Humanbiologin und beschäftige mich schon seit Jahren mit anthropologischen Untersuchungsmethoden. Hallo, mein Name ist Doris Pani-Kutscherer. Ich bin Anthropologin und arbeite seit vielen Jahren hier im Naturhistorischen Museum in der anthropologischen Abteilung an verschiedenen Projekten mit. Heute gibt es in unserer wissenschaftlichen Landschaft viele Methoden, um am knöchernen Becken das Geschlecht festzustellen. Und mit einer dieser Methoden möchte ich mich heute beschäftigen. Bevor ich eingehe auf die Methode, möchte ich zur Visualisierung noch das weibliche Becken demonstrieren und das männliche Becken. Zur Erläuterung der Messungen benötigen wir ein paar Begriffe am knöchernen Becken. Diese Einziehung bezeichnet man als Incisura ischiadica, von der aus wir zahlreiche Messungen machen werden. Dann haben wir den Darmbeinkamm, der auch oftmals bei den Messungen vorkommt. Und beim Sitzbein im unteren Bereich, der am weitesten entfernten, genauso wie den Hüftpfannenrand. Die Methode zur Bestimmung des Geschlechts am knöchernen Becken, die ich heute beschreiben möchte, werden Maße verwendet. Die Methode heißt die probabilistische Sexualdiagnosenmethode und wurde von der Universität Bordeaux unter der Leitung von Professor Brussek entwickelt und auch validiert. Das Besondere an dieser DSB-metrischen Methode ist, dass sie bevölkerungsunspezifisch ist und dass man sie auch anwenden kann, wenn nur Fragmente des Beckens vorhanden sind, was bei uns natürlich des Häufigen vorkommt in der historischen und prähistorischen Anthropologie. In der zweiten Phase werden die Daten dann in die Freeware DSB-Software eingegeben, die dann aus diesen metrischen Daten automatisch das Geschlecht bestimmt. Die DSB-Software ist frei runterladbar und wir sehen hier ein Formular, in dem alle 10 Variablen vorkommen. Man kann hier seine Daten pro Skelett, pro Becken eintragen und das System berechnet automatisch aus den metrischen Daten das Geschlecht. Das Tolle an der DSP-Methode ist, an den Messungen, dass es eine einfache Methode ist, die sehr praktikabel ist, da wir nur kleine Gerätschaft benötigen, den Gleitzirkel, den Koordinatenzirkel und den Tastzirkel. Ich möchte gern die 10 Variablen anhand des knöchernen Beckens, des isolierten knöchernen Beckens erklären. Die erste Variable ist abgekürzt mit PUM und bezeichnet im Prinzip die Länge des Schambeins, gemessen von der Mitte der Symphyse bis zum nächstgelegenen Rand der Hüftpfanne, in dem Fall 72 mm. Das zweite Maß ist die Schambeindicke, abgekürzt mit SPU. Da messen wir vom Pfannenrand, dem am weitesten lateral gelegenen Pfannenrand, zum medialen Aspekt des Pubis. 20 mm in dem Fall. Die dritte Variable ist die Decox-Messung. Das ist die Höhe des Beckens, gemessen vom tiefsten Punkt des Os Ischiums zum höchsten Punkt des Darmbeins. 195 mm. Unsere vierte Variable wird abgekürzt mit IIMT und wir messen da den Abstand mit dem Koordinatenzirkel vom tiefsten Punkt der Fazies auricularis zum am weitesten lateral gelegenen Punkt der Incisura ischiadica. Wichtig dabei ist, dass der Koordinatenzirkel parallel
Zum Vorderrand ist Inzisura Isiatica liegt, damit die Messung normal dazu erfolgen kann. In dem Fall haben wir 30 mm. Unser Punkt Nummer 5 ist abgekürzt mit ISMM und bemisst die Höhe zwischen dem untersten Punkt des Isiatikums und dem höchsten Punkt der Hüftpfanne. Wird wieder gemessen mit dem Gleitzirkel. Mm. Für unsere Variable 6 verwenden wir wieder den Tastzirkel. Dies wird abgekürzt mit S-COX und wir messen die Breite des Darmbeins von den jeweils am weitesten entfernten Punkten. mm. Punkt Nummer 7 wird abgekürzt mit SS und bemisst den Abstand von dem unteren Spina des Darmbeins bis zum tiefsten Punkt der Incisura Isiatica. Wird wieder mit dem Gleitzirkel gemessen und beläuft sich auf 66 mm. Die Variable 8 wird mit SA abgekürzt und bezeichnet den Abstand zwischen der unteren Spina des Darmbeins mit dem Rand des Fazies auricularis hineinfließt. Sind 79 mm. Das Maß Nummer 9 wird abgekürzt mit SIS und wird gemessen vom Pfannenrand, vom Hüftpfannenrand bis zur Mitte des vorderen Randes der Incisura Isiatica. Wir haben hier 35 mm. Unsere letzte Variable wird abgekürzt mit VEAC und bemisst den höchsten Diameter der Hüftpfanne, und zwar vertikal. 54 mm. Wir haben jetzt die Daten zu den einzelnen Maßen in das Formular eingetragen. Und das berechnet automatisch das Geschlecht des Individuums. In diesem Fall haben wir ein weibliches Becken vor uns gehabt. Das Mindestmaß an Variablen, um einen repräsentativen Wert rauszukriegen, sind 4 Variablen. Die DSP-Software ist sehr leicht zu handhaben. Es gibt hier auch noch ein README First, also Instruktionen, wie das Ganze funktioniert. Dann ist eben ein Datensheet mit der Tabelle, mit der Formel im Hintergrund. Dann sind hier auch nochmal die Maße zum Nachschauen. Da kann man jedes einzelne Maß nochmal, wie es genau gemessen wird, sich anschauen mit den Abkürzungen und genaueren Instruktionen. Dann gibt es hier einen Punkt Range Variation. Da kann man eben nachschauen, ob sich das Maß, das man genommen hat, in dem Bereich der möglichen Variation bewegt. Und schließlich gibt es hier noch ein Zitat von der Methode, wo sie publiziert worden ist und von wem. Ich hoffe, dass diese einfach anzuwendende metrische Methode mit der freien Software der DSP-Methode weiten Anklang findet, und verabschiede mich aus dem Naturhistorischen Museum.